So kannst du laufen. So kannst du laufen oder rennen oder ja, oder was die so kostet. So kannst du auch kriechen. Oh nein. Ungebrochen kannst du kommen. Moment. So, genau. Kurz die Frames abwarten. Hey. Hey Frames, kommt mal her. Nee, die töten mich erst recht. Mit Frames habe ich hier gar keine Chance. Beziehungsweise, nee, das ist ja, wenn die Frames droppen, meistens, man verliert sie ja, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, die sinken, dadurch wird alles langsam. Ach, ich bin so ein Idiot, ganz ehrlich. Schön, dass du das jetzt eingestanden hast. Ja, komm, ja. Ich stell mich nur doof an, mal wieder. So ja, und auch nicht. Und misslegen tut's dir auch noch. Ja, ich weiß. Ich probiere hier gerade eine Strategie. Manchmal hat es bei mir geholfen, wenn ich bei schwierigen Stellen war, die Motivation. Also ich versuche jetzt mal so ganz demotivierend zu sein und dann klappt's. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, mach bloß keinen Fehler. Jeder Schritt könnte der letzte sein. Und der D ist ein klaffender Abgrund. Und die Powertrauben, oh, die tun weh. Genau, besonders wenn sie ins Gesicht kommen. Und diese Kreuze? Sie sollen Schutz bieten? Nein, sie schaden dir, also pass auf. Ich hoffe, du bist nicht zum Teil Vampir, sonst tun sie richtig brennen. Immer schön in die Mitte rein, immer schön ins Gesicht. Das Crosswall hat kein Gesicht, dann stell dir ein Gesicht vor. Und zwar ein ganz hässliches, wo du sagst, oh, das will ich nicht sehen, schneid es ab. Ja, ich wollte gerade das Gesicht nicht sehen. Ach, Roller, ich wollte dich nicht sehen. Hast du da unten irgendwas verloren oder warum bist du da so ganz schnell? Oh, ich sehe was blitzen. Hui! Oh. Yeah. Oh. Das war das Schwert meines Vorgängers. Ah ja, von meinem vergangenen Ich. Das lag da unten. Schon leicht am Verrotten. Ich nehme mich aber auch ganz blöd an. Muss ich natürlich besser anstellen, Müll. Ja, muss ich mich auch. Muss ich mich anstellen, ja. Ich sollte mehr beim Chobo mich unterrichten lassen. Herrn Jedi-Meister Chovo, bitte bringen Sie mir den Umgang mit der Macht bei. Du musst genug Joghurt essen. Ach nee, das war der Saft, Entschuldigung. Der Saft. Macht, ja. Kennst du denn den Film Spaceballs? Ist im Grunde eine Star Wars Parodie. Natürlich kenne ich das. Ja. Instant-Kassetten. Die können sich schon kaufen, bevor der Film abgedreht ist. Wir sehen gerade den Film, ja. Oder das ist, weil ich so toll die Szene mit Michael Winslow, also der, wo diese Geräusche gemacht hat. Die wurden ja von ihm gemacht, der ist ja so ein Soundkünstler. Welche Szene meinst du bei Spaceballs? Also irgendwie der eine Soldat, der irgendwas suchen sollte. Also der Michael Winslow ist auch der, wo bei Police Academy das gemacht hat. Der da mitgespielt hat, falls dir das eher was sagt. Naja, ich habe Police Academy noch nie gesehen, das muss ich ganz ehrlich sein. Ja, also ich finde die ganz lustig. Also na gut, die ersten, die es gibt, glaube ich, sehr viele, aber die ersten paar Teile finde ich halt wirklich gut. Der macht einfach auch wirklich tolle Geräusche. Was ich vielleicht hüsen kann. Also sowas in der Richtung, aber noch ausgefallen. Er kann zum Beispiel auch ein vorbeifliegendes Flugzeug imitieren oder was auch immer. War das in Spaceballs nicht die Stelle, wo da, Also der sollte irgendwas am Computer machen, dann halten? Ja, doch, ich weiß es. Mit dem Radar, ne? Mit dem verkleisterten Radar, ja. Das könnte es, glaube ich, gewesen sein, ja. Ja. Achso, wir sind immer noch bei der Crosswall. Ach, die hast du noch gar nicht besiegt. Also da, ich dachte, das hätte ich jetzt mittlerweile geschafft. Also mein lieber Simon, da würde ich wieder ein bisschen im Test von dir. Ich bin echt schlimm. Ein ganz schlimmer Finger. Und das braucht noch 5 an der Hand, mein lieber Stoll. Vorletztes Leben, stell mich an. Sonst wird das erste Game Over in diesem Let's Play. Oh, das ist schön. Ich mag gerne Game Over. Ja, geil, 2 Wörter. 1 mit G, 1 mit O. Also go, Game Over, danach kannst du wieder gehen. Ja, yeah, wir gehen da. Oh, Roller, wir geben uns auch gerade extra Mühe, wir beide, damit wir schön Game Over gehen. Ja, so viel Einsatz habe ich ja noch nie gesehen. Ich will's extra spannend machen. Extra spannend machen. Ohne Spannung ist das Leben nix. Ah, ich muss jetzt. Okay, die Stage ist aber schnell nochmal gemacht. Ja.
Na, danach hast du nicht mehr so viele Leben, danach hast du wieder nur 2. Ja, ist ja nicht schlimm. Na gut, mit dem 0. dann 3 noch. Okay, damit sind sie auch schon. Ja, das war bei mir auch immer das Problem, dass ich dann da runtergefallen bin. Du konntest natürlich die E-Tank-Methode verwenden. Ach, das ist nur lame, das brauche ich nicht. Also bin ich lame, weil ich Nein, es ist nur für mich lame, es ist bei dir ist es nicht lame. Okay. Ich halt deswegen habe ich es dir ja gesagt, damit du das so schaffen kannst. Dann bin ich ja beruhigt. Aber ich habe dir in den Kommentaren geschrieben, dass es für mich wäre es eine lame Methode. Weil ich habe an mich höhere Anforderungen, deswegen... Aber bei dir ist es keine lame Methode. Bei dir Ach, da bin ich ja beruhigt. Ich meine, du bist ja der Shobo. Ja, du hast ja bei mir ist lahm sein normal. Außerdem, du musst mal so denken. Immerhin ist es so eine Herausforderung. Man kann E-Tanks zählen, weißt du? Wie viele E-Tanks nehmen wir? Einen E-Tank, zwei E-Tanks. E-Tanks. Ja, genau. 9 E-Tanks. Und ich bin schlecht in Mathe. 9 E-Tanks. Ah. Und weil ich so scheiße in Mathe bin, deswegen mache ich das nicht mit den E-Tanks, weißt du? Aha, okay. Gute Ausrede, ne? Toll Ausrede. Ich weiß. Applaus. So, John, sind wir wieder da. Ja, für wie lange? Ja, aber dann sind wir auch gleich direkt wieder da. Oh nein, ich drop die Frames. Drop the Frames. Grolla, ich halte das gerade für keine gute Idee, was auch immer hier los ist. Ja. Ich hab dich auch lieb. Oh, ich hab dich auch lieb. Geh doch bitte ja aus. Na, das ist meine Tochter. Das wäre ein bisschen komisch, wenn man mit seiner eigenen Tochter ausgehen würde. Außer zum Spielplatz. Da muss man natürlich mit seinen Kindern... Oder zum Shoppen. Immer hingehen. Das ist da muss man mit seinen Kindern... Oh Gott. Oh, ich glaube, ich sehe dich zum ersten Mal panisch. Oder du hörst dich panisch an. Oh, ich bin immer in Panik. Panik ist mein zweiter Vorname. Simon Panik. Wie heißt... Ich glaube, ich kenne deinen Nachnamen gar nicht. Der heißt, sag ich nicht im Video, aber Doink hab ich, glaube ich, mal gesagt. Naja, sagen wir es mal. Guitarist Panic Simon. Das wäre doch ein Name. Das ist der Künstlername jetzt. Scheiße. Ja, da hast du nur Kreuze erwischt. Oh, bist du Hälfte hart? Die Hälfte hast du schon. Es ist ja so, fast jeder Boss hat ja dann ab der Hälfte irgendwie so, sagen wir, einen Verzweiflungsmodus. Was ist jetzt bei der, weil bei der Wand schießt sie schneller ihre Orbs ab oder was ist da anders? Die schießt mehr Kreuze. Ach, mehr Kreuze, okay. Vor lauter Kreuze ist mir das gar nicht abgefallen. Ganz ruhig. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Schmeiß deine dummen Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und auf das appetitlich ist, greif zu, sonst nimmt es dir ein anderer fort. Aber du hast die Wand besiegt. Das Super. Hat nicht gezählt. Das hat ja voll was gebracht, ich bin nicht mehr gelandet. Das hat nie. Hat es nie. Ich dachte, aber du hast den Boss besiegt, das zählt dann trotzdem nicht? Ja, das zählt weil nur, ich... wenn du dann. Das zählt dann nur, wenn du landest. Ja, ich war im Abgrund. Das ist ja BS. Ja, ist normal, ne? Moment. Wo soll ich woanders, wo es mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du an deinen Stein, dann siehst du dort Ameisen, die dort gut gedeihen. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Dschungelbuch, probier's mal mit Gemütlichkeit. Kenn ich gar nicht so gut. Also mit vom Namen schon mal gehört, aber ich habe den Film, glaube ich, noch nie geguckt und wenn, dann vielleicht nur als kleines Kind. Und dann habe ich bestimmt alles vergessen davon. Ich habe einige Disney-Filme gesehen und vieles ist auch hängen geblieben. Naja, ich habe eigentlich Disney-Filme nur als kleines Kind geguckt und nur die ich wirklich oft geguckt habe, sind mir auch hängen. Manche wurden ja nochmal neu gemacht, sozusagen eine HD-Version. Zum Beispiel König der Löwen hat eine HD-Version bekommen und ich glaube,
war, ich glaube, Dschungelbuch auch oder keine Ahnung. Vielleicht bin ich mir jetzt unsicher. Ach ja, König der Löwen. Da muss ich mich irgendwie an deinem Gesang erinnern. Bei welchem jetzt? 200 Abonnenten-Special bei dir. 200 Abonnenten. Da hast du Karaoke gesungen. Ah ja. Ist hängen geblieben. Genau, ach stimmt, da hatte ich ja Can You Feel the Love Tonight. Stimmt, ja, genau. Das kam ja in dem Film vor, jetzt erinnere ich mich. Ja. Und ich weiß nicht, wann du dieses Video machst, aber im Moment ist es halt bei mir noch wirklich ganz knapp, geht's auf die 300 Abonnenten zu. Und ich weiß auch schon, was ich für mein 300 Abonnenten-Special machen würde. Okay. Es gibt nämlich da eine Idee für ein Projekt, was ich schon länger verfolge, aber halt eben auf den richtigen Moment warte, es zu machen. Und ich denke, 300 Abonnenten wäre der richtige Anlass dafür, aber ich werde nichts verraten. Ich denke, du könntest es hier verraten, obwohl ich weiß nicht, wann das Video hochkommt. Na gut, sagen wir mal, es hat nichts mit Let's Plays zu tun. Ah, oh gut, jetzt hast du wieder zu viel verraten. Ja, es ist etwas, was ich, wie gesagt, schon mal länger vorhatte, aber halt noch irgendwie noch keine Zeit oder noch keinen Anschluss hatte, es zu machen. Man ist immer so nervös bei der Crosswall. Ja. Die Crosswall ist ja auch kein leichter Boss, gebe ich zu. Ist Gewöhnungssache, ja. Aber... Auch mit der Eating-Methode muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Ich hatte, wie gesagt, auch das Problem, dass ich, wenn ich manchmal zu schnell in eine Richtung gedrückt habe, habe ich den Dash gemacht und dann bin ich runtergerutscht und dann... Hakuna Matata. Diesen Spruch... Diese Wohl sag ich gern. Hakuna Matata. Geht stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir auch ewig fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Die Crosswall. Crosswall und Koala. Hakuna Matata. Oh, diese Crosswall ist manchmal echt schon... Ja, es ist eine ganz süße Wall. Ja, eine ganz putzige, die würde ich am liebsten aufschneiden und verspeisen, damit sie in mir ist. Ich finde die süß, die Crosswall. Und dann kann ich sie nämlich, und wenn ich sie verspeise, kann ich sie nämlich ausscheiden und einfach mal die Toilette rotsch. So lieb habe ich sie. Ich glaube, da müssen wir mal ordentlich wieder drüber spachteln über diese Crosswall. Spachteln, zementieren, vergraben und was sonst noch so in den Bereich fällt. Naja, Trockenbau ist so einiges. Ich glaube, Zementierung. Die Frage, welcher Part wäre das jetzt ungefähr? Oh, da fragst du mich was. Ich würde mal schätzen 6, 7, 8. Boah, ja, ich habe, glaube ich, erst bei der... Das war bei... Wann habe ich angefangen bei der Crosswall? Ich glaube, das war ab Part... 15? 16. Ich glaube, 15 oder 16 sah also schon... Du hast die Hälfte der Zeit gebraucht, was ich hatte, um bis du mit dem Level zu kommen. Also an nicht die Hälfte der Zeit, sondern Hälfte der Parts. So, und jetzt, Grolli? Weißt du, ich glaube, heute habe ich Glück mit dem Wetter, weil die letzten Tage war bei mir nämlich so eine Hitze. Ich konnte meinen Ventilator keine Sekunde ausmachen, ohne dass ich dann hier mich zu Tod geschwitzt hätte. Aber jetzt geht's. Och, doch. Meine Fresse, bin ich schlechter raufgelandet. Was nur nicht so gut ist, bei der Wärme halten die Getränke nicht so gut die Kälte und dann sind die schnell wieder auf Raumtemperatur und so eine warme Limo. Ja. Danke, dass du mich dran erinnerst, Chovo. An was? Ich habe vergessen, meine Limo wieder in den Kühlschrank zu stellen. Oh. Scheiße. Ja, das ist aber besonders, ja, eben auch bei Fanta. Ich trinke ja zum Beispiel, wenn ich bei McDonald's bin, einfach gerne Fanta. Und, oder wenn ich bei Verwandten bin und finde, Fanta muss kalt getrunken werden. So warme Fanta, die hat so einen seltsamen Nachgeschmack, finde ich. Also danach hat irgendwie so... Jede Limo schmeckt warm, wird. Limo muss man immer kalt trinken. Ich sag mal, das Einzige, was noch erträglich ist, ist manchmal noch Raumtemperatur, aber viel mehr sollte es schon gar nicht sein. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch eine Limo in meinem Zimmer... Oder eben Limo oder Apfelschorle und da halt der Raumtemperatur, das hat das Gute. Es ist angenehm auf den Zähnen. Also irgendwie, wenn was zu kalt ist, kann man ja auch dann zieht es da an den Zähnen.
Egal wie gesund die sind oder. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, nein, sorry, ich hab nur zur Hälfte zugehört. Naja, muss ich ja konzentrieren. Derweil könnte ich ja vielleicht irgendwas aus meinem Leben erzählen, keine Ahnung, was ich machen könnte. Genau, irgendwie erzähl du ein paar Geschichten und ich versuche mich zu konzentrieren. Oh, was kann ich denn für eine Geschichte erzählen? Es war einmal vor langer Zeit. Es gab ein Chobo. Nee, keine Ahnung. Es gab einen kleinen Jungen, der hatte eine Kappe auf. Die war so blau wie der Himmel. Und deshalb nennt jeder dieses Bübchen das Blaukäppchen. Eines Tages sollte das Bübchen zu seinem Großvater gehen. Der war nämlich krank. Und von der Mutter sollte er ein bisschen Kuchen und auch ein bisschen Wein mitnehmen, damit es dem Opa bald besser geht. Das hat aber jedoch der böse, böse Bär mitverfolgt. Ja, und weißt du, was du machen wolltest? Soll ich es dir sagen? Ja. Ja, ja, da wollte das kleine Blaukäppchen da fressen. Oh, echt? Ja, das ist nämlich so ein großer Bär, der braucht immer was zum Fressen. Der darf sein Gewicht nicht verlieren. Und wie ist die Geschichte weitergegangen? Ja, lass mich mal weiter erzählen, dann erfährst du's. Okay. So ging das Blaukäppchen also durch den Wald, um zum Großvater zu kommen. Und da tritt auf einmal der Wald aus den Bären. Nein, das ist falsch rum, der Bär aus dem Wald. Und hat sagte zu dem Blaukäppchen: Hallo, kleines Bübchen, was machst du hier alleine? Und weißt du, was dir das Blaukäppchen gesagt hat? Ich warte. Ah, gut, kam ein bisschen verspätet. Es sagte: Ich bin auf dem Weg zu meinem Großvater. Er war noch nicht im Stimmbruch gewesen, es war ein sehr kleines Blaukäppchen. Ach, ist das wahr? Was ist denn los mit dem lieben Großpapa? Der ist ziemlich krank und möchte Kuchen und ein bisschen Wein springen. Oh, das ist sehr lieb von dir, aber weißt was? Worüber er sich noch freuen würde, ist ein schöner Strauß Blumen. Der frische Duft wird ihm sicher bei der Genesung helfen. Dort hinten ist eine große, große Wiese. Da findest du schöne Butterblumen und Gänseblümchen. Die helfen bei sowas richtig gut. Okay, dann geh ich da mal hin und mach einen schönen Strauß. Dankeschön für den Tipp. Ja, ja, lass dir nur Zeit. Und dann, nachdem der Bär das Blaukäppchen abgelenkt hat, eilte er zum Haus von dem Großvater. Hätte. Machte die Tür auf. Bam! Verschlang den Großvater. Legte seine Sachen an, die er wieder rausgekotzt hat. Und legte sich ins Bett. Und da kam das Blaukäppchen des Weges, öffnete die Tür, ging er herein und sah eine große Gestalt im Bett liegen. Natürlich wusste es nicht, dass es der Großvater war. Es hatte ihn leider nicht gesehen und dachte einfach, oh, der Großvater hat vergessen, sich zu rasieren, deshalb hat er so viel Haare. Ja. Und sagte aber es sah, dass der Großvater schon Veränderungen hatte, besonders halt im Gesicht. Und sagte: Aber Großvater, was hast du denn für große Hände? Ja, mein lieber Enkel, das ist, damit ich dich besser umarmen kann. Also, du willst die Aufnahme beenden? Okay, meine lieben Kinder, die Fortsetzung gibt's beim nächsten Mal. Also, tschüss. Dann erzählen Sie mal weiter. Ich merke gerade, ich war so richtig vertieft in der Story hier, mein lieber Scholli. Ja, die ist ja noch nicht zu Ende. Natürlich, das Kind, der Enkel, das Blaukäppchen, hatte den sehr haarigen Großvater gefragt, warum er so große Hände hat. Und er hat geantwortet, oh, damit er ihn besser umarmen kann. Ist ja klar. Und dann fragt es weiter, aber Großvater, wofür hast du denn so große Füße? Ja, damit ich so eine schöne, schicke Palette, Wie sagt man, wenn man wirklich abtanzen will, eine schöne Sohle aufs Parkett legen oder so ähnlich, oder? Sagt man das so? Ich möchte eine flotte Sohle aufs Parkett legen, natürlich. Und dafür braucht man große Füße, die müssen was aushalten. Okay. Und dann die letzte, finale Frage. Aber Großvater, was hast du für einen großen Mund? Ja, damit ich dich besser fassen kann. Ja, und dann noch ein kleiner Rucksack. Augenblick. Und im Augenblick einer Sekunde war das Blaukäppchen weg. Und weil natürlich der Bär so viel gefressen hatte hier,
der Großvater und die Blaukäppchen, hatte der sich einfach mal ganz frech ins Bett wieder reingelegt und schlief erstmal eine Runde. Deine Geschichte vertieft mich auch total. Doch wann? Was war da? Da kam jemand vorbei im Hause. Wer war's? Es war der Jägersmann. Mit der Gitarre. Ich heiße Simon und gehe den Weg hier entlang. Okay, der Text ist gut, den muss ich mal notieren und, was ist denn das? Das Tür vom Blaukäppchen Großvater Haus steht offen, da gehe ich doch mal rein. Und könnte auch mal wieder geölt werden. Was ist denn das? Großvater, der hat sich aber lange nicht mehr rasiert. Moment mal, der hat eine Schnauze und Ohren am Kopf oben, das ist doch der Bär. Moment, der gewölbte Bauch, was hat das zu bedeuten? Wo ist der Großvater überhaupt? Und hier ein Korb mit Kuchen und Wein. Ah, der muss das Blaukäppchen gefressen haben. Weil er das zu ihm wollte. Der hat es ausgetrickst. Das hat mir alles die Lassie gesagt. Die wachte hier. Wurf, wurf. Und ich habe alles verstanden. Die war da in der Ecke gesessen und dachte sich, ich schaue mal dazu. Ich bin nur zu Besuch. Was tat also der Gitarrist, der namens Simon? Ich weiß nicht, was macht er denn? Lass mich gerade überlegen, ich weiß es nämlich auch noch nicht. Aber du weißt es noch nicht, okay. Er nahm seine Gitarre, hielt sie ganz nah an das Ohr des Bären und machte... Und dadurch, da erlag der Bär an Tinnitus. Somit konnte er den Bären also ohne schlechtes Gewissen den Bauch aufschlitzen und zwei verängstigte Seelen rausholen, die nur noch bibberten. Es war so dunkel und so kalt. Danach mussten sie erstmal auf Kur gehen, doch als sie wieder da waren, war alles Friede, Freude, Eierkuchen und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Außer dem Bären, der war natürlich schon aufgeschlitzt. Der hat einen schönen Bettvorleger abgegeben. Also das war die Geschichte. Gute Nacht. Bis bald. Was für eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Ja, habe ich mir selbst ausgedacht. Denkste. Also, das ist ja, wenn das ein Referat in der Schule gewesen hat, wäre eine 1 gewesen. Also jetzt gerade mal wieder zum Ernst der Sache. Ich glaube, sowas Bescheuertes habe ich noch nie erzählt. Bei keinem meiner Videos. Sowas Bescheuertes ist mir noch nie eingefallen. Das Blaukäppchen und der große böse Bär. Und du warst Blaukäppchen. Ich bin, natürlich. Ja, wenn du mich schon da drin einbaust, dann musst du ja auch drin eingebaut werden. Deswegen, du bist Blaukäppchen. Natürlich, ja. Meinst du etwa, ich habe mein Leben lang Let's Plays gemacht? Nein, ich war früher auch Futter für Bären. Ja, genau. Irgendwie musste ich mein Geld verdienen. Die Frage ist nur, wer ist der große böse Bär? Uzoma oder Wolf? Das war wirklich nur ein großer böser Bär. Ach so. Da ist an niemanden angelegt. Aber weil ich meine, ich kann ja wohl so schlecht in Uzoma töten lassen, oder? Ach, ist nicht so schlimm. Das zeige ich dir schon. Jemand muss von der Bildfläche verschwinden. Ja, ich kann das erledigen. Die Crosswall, hey. Genau, die muss von der Bildfläche verschwinden. Siehst du, meine Story hat doch geholfen. Das hat deinen Verstand beruhigt und hat dir den verbracht. Danke für diese Geschichte, die hat mir geholfen. Immer gern geschehen. Aber ernsthaft, was habe ich da bitte von mir gegeben? Diejenigen, die mich nicht kennen, müssen sich jetzt auch denken, mein Gott, was hat der bitte hier geraucht oder getrunken oder sonst zu sich genommen? Keine Sorge, ich nehme keine Drogen. Deshalb ist es etwas komisch, dass mir dann sowas einfällt. Schubo, darf ich dir beruhigende Worte geben? Ja, bitte, probier's. Diejenigen, die dich nicht kennen und das hier sehen, die müssen dann wohl aber mich kennen, da die dann ja mein Video sehen. Und wer mich kennt, der weiß, der Typ Simon hat sowieso eine Mattscheibe, also ja. Also bist die du Leute dagegen? Die Leute wissen, der Simon, der tut sich nur mit komischem Pack abgeben. Na, ich bin aber schlimmer als du, das kannst du mir glauben. Das ist so, guter Bulle, böser Bulle. Du bist der gute Bulle, ich der böse. Ich bin der verrückte Bulle. Ich würde hier mit so Plastikhörnern auf dem Kopf dann ins Büro erscheinen und einfach nur... Du erzählst mir, was wir wissen wollen. Und sonst nehme ich dich auf die Hörner. Ich weiß nicht, kennst du, wo wir schon mal bei guter Bulle, böser Bulle sind, kennst du Liesel Weppen, den Film? Bitte was?
Liesel Weppen. Das ist ein Film. Gesundheit, bitte, was? Kennst du das nicht? Nein. Wenn ich schon so reagiere mit Gesundheit, nein, dann kenne ich den Namen nicht. Dann. Ja, Liesel Weppen ist ein Film. Es ist so eine, so eine Mischung aus so einem Actionfilm, aber auch mit so ein bisschen Komödie-Elementen. Ist. Also eine Actionkomödie. Ja, ich sag mal, es hat ganz, schon... Ich hab mal ganz schnell hier Addition eingeführt. Action und Komödie, Action-Komödie. Boom. Ups. Oh. Ja, da musst du einfach nur stehen bleiben und mit dem Schwert zuschlagen. Das ist ganz einfach. Ja, brauchst du gar nicht springen. Ich war gerade in Gedanken. Nee, ich wollte nur sagen, das ist im Grunde halt... es ist also ein bisschen ernst ist der Film schon, aber ich sag mal, der hat viele Witze halt in dem Sinne. Ja, das macht eine Action-Komödie aus. Es ist ernst, aber es sind auch Witze dabei. Duh. Naja, aber Action-Komödien sind ja im Grunde gar nicht so ernst in dem Sinne. Ach, man kann doch einfach stehen bleiben. Das war das Falsche. Da kannst du nämlich nicht durch. Was, wie bitte? Man hätte ja drüber springen können. Oh. Echt jetzt? Wie heißt der Gegner eigentlich? Poltergeist. Ah, stimmt, ja, der Poltergeist. Jetzt erinnere ich mich wieder. The Stained Glass. Stained Glass. Stained Glass. Ist echt scheiße, sieht scheiße aus. Ja, der zerberstet schon vor Hässlichkeit. Braucht immer zwei Treffer, dann ist vorbei. Und watch. Scham bringt Glück. Zumindest dir. Ja. Hoffe ich doch. Zack. Ups, das war die falsche Seite. Yep, würde ich auch behaupten. So. Das ist auch die falsche, das ist der falsche Sprung. Und das ist, ups, das vorletzte. Das wird knapp. Das war mein Tod. Ei. Ja. Oh, schon Game Over, so schnell kann das gehen. Uiuiuiuiui, aber Scheiben, was machst du da schon wieder? Okay, kurzer Cut. Und meine Gesangskünste. Nein, ich will keine Gesangskünste machen.